So, hallo und herzlich willkommen zu dem primitivsten Aufbau, den ich in dem Blättervideo je hatte, aber egal, es geht mit Kissen und Kartons etc. und Gummis und so weiter, habe ich das so gebracht, dass es direkt da drüber ist. Und vor allem, dass ich auch davor sitzen kann und blättern kann und nicht seitlich davor. Ich möchte mal ein bisschen in Erinnerung schwelgen, ich weiß nicht. Space View Science Fiction Action Fantasy, Ausgabe 504. September, Oktober 2004. Gucken wir mal. Hier natürlich warten lohnt sich. Da drauf. Die zweite Staffel von Smallville? Da waren noch 10 Staffeln von, da müssen also noch 8 gefolgt sein. Wenn das 2004, das ist, gefühlt ist Smallville schon so lange weg. Ja, 2012 war die letzte Staffel. Das war auch so ein wahnsinniges Warten auf die 10. Smallville-Staffel, bis die endlich mal auf DVD rauskam. Meine Güte, das hat bestimmt gefühlt 3 Jahre gedauert. Stargate News. Veranstaltungskalender, Angel Jäger der Finsternis. Kommen denn die echten? Ah, hier. Die dritte Staffel von Star Trek Enterprise. Ich fand die Serie gar nicht mal so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Das ist jetzt hier. Boah. Hinterher, das Traurige an der Sache war, dass anscheinend die Macher der Serie selber so spät erfahren haben, dass sie abgesägt wird, die Serie. Das ist ja im Nachhinein, wurde das alles so hoppla hopp aufgelöst. Da musste er, da wurde ja mit ihr verkuppelt. Das wurde dann auch hier ganz im Schweinsgalopp die letzte Folge schon. Das spielte quasi auf dem. Da haben sie ein paar Next Generation Darsteller für eingestellt, die das dann quasi auf dem Holodeck erlebt haben, wie die nach Hause gekommen sind mit der Enterprise in Ruhm und Ehren, so nach dem Motto. Aber ich weiß nicht. So beendet man keine Serie. Hier die ganzen Folgen. Ja, da kann man geteilter Meinung drüber sein, ob diese Typ mit den Fühlern auf dem Kopf. Ich fand sie gar nicht mal so verkehrt, die Serie. Die war zwar nicht der Oberbrüller, aber als Star Trek-Fan sehe ich ohnehin alle Star Trek-Serien. Kein Trash, ein Mythos. Beste Enterprise, die es je gab. Ich finde, das Problem war einfach bei dieser Enterprise. Das bezog sich einfach zu wenig auf wenige Darsteller. Eigentlich waren Kirk und Spock die Hauptdarsteller der Serie, die alle anderen, ja, wie soll man das jetzt ausdrücken? Der Pille, der durfte auch ab und zu mal ein bisschen mitspielen. Die Uhura, das ist die Darsteller, die meisten Darsteller, die hatten ja den Vorteil, dass sie zumindest auf der Brücke waren. Der Scotty, der hat ja natürlich den blöden Nachteil. Da muss ja natürlich im Maschinenraum sein. Was wollte der Scotty dauernd auf der Brücke? Könnte man natürlich bei McCoy auch sagen. Der ist ja auch eigentlich auf der Krankenstation. Aber Sulu, der hat ja zumindest auch den Vorteil, dass er immer im Bild war, weil er immer auf der Brücke gewesen ist. Oder hier, Chekov. Das hat sich ja in den späteren Serien hat sich das ja gewandelt. Auch in den neuen Reboot, in den Kinofilmen. Da versuchen die auch, die Balance ein bisschen so zu halten, dass alle Darsteller im Film zu sehen sind. Das hat ihn, glaube ich, auch am meisten gewurmt, könnte ich mir vorstellen. Dass er kaum zu sehen war in den Filmen. Der war auch nicht gerade der beste Kumpel vom William Shatner. Ach, der Nachteil ist natürlich jetzt im Video, sieht man, natürlich sieht man nicht auf den Kopf. Auf den Schirm, wie Computergrafiken die Fernsehlandschaft verändert haben. Ich finde, das Problem ist einfach, dass die Computergrafiken dann auch schon was bringen müssen. Ich habe das Gefühl, ich habe letztes Mal gesehen, Star Wars Episode 1, und da war einfach der Kontrast zwischen den Darstellern und den Effekten, zwischen den CGI. Man hat richtig gesehen, dass da Darsteller von der Leinwand stehen. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Hier haben wir Smallville. Computerwesen gegen die Borg. Ja, man spart wohl Kosten an CGI.
Das ist ja, man kann das ja nicht alles nachbauen. Stargate. Das habe ich nie wirklich verfolgt, Stargate. Vielleicht, wenn ich es irgendwann mal als Komplettbox sehen würde, dann würde ich es mir eventuell überlegen. So wie bei, wie hieß die Serie, Lost? Mit dieser Insel. Die habe ich mir komplett gekauft. In einer Staffelbox. Also da war eine große Pappbox und da waren halt die ganzen Staffeln drin, als normale Staffelboxen, wie man die auch einzeln kaufen kann. Angel. Die war ein bisschen düsterer als Buffy. Angel, Jäger der Finsternis. Fand ich aber nicht schlecht. Die habe ich übrigens komplett alle Staffeln. Neben Buffy auch. Ist das jetzt Stargate oder? Das müsste doch Stargate sein. Wo steht das denn hier? Das sind auch so Serien, die habe ich nie so wirklich verfolgt. Futurama. Da kenne ich auch nicht viel von. Was haben wir hier? Ach, CSI. Welches CSI ist das denn? Da gibt es auch so viele verschiedene. CSI Miami und CSI New York. Und ich weiß ja auch nicht. Die kenne ich eigentlich gar nicht, die Serie. Oder Serien. Sagt mir jetzt auch nichts. Kai Meier, das Buch von Eden. Wie schön für ihn. Ja, hier wieder Kleinanzeigen, die waren damals öfter in solchen Heften. Verkaufe Voyager-Bettwäsche für 40 Euro. Oh, da war schon, das ist ja 2004. Asterix-Figuren für je 3 Euro. Da muss ich jetzt hinschreiben. Hier im Boot. Hier sieht man es auch besonders deutlich. Diesen Kontrast, dass man sie unbedingt hervorheben wollte. Ein Wunder, dass man da nicht die Nippel sieht. Aber wahrscheinlich wäre das in Amerika wohl zu viel gewesen. So halbtransparent. Sieht man da unten was? Ich meine, man würde tatsächlich da unten was erkennen. Da dreht auch meine Fantasie mit mir durch. Das wäre, glaube ich, auch zu viel für Amerika, wenn man unten den Schritt erkennen würde. Aber by the way, die haben alle eine dunkle Uniform an. Das ist ja Vulkanierin, deswegen muss sie natürlich in Knallrot da stehen. So hier, Rot, Achtung. Selbst der Doktor hat eine dunkle Uniform, farbmäßig. Ich meine, die hätten hier die gleiche Uniform verpassen sollen wie den. Und hier so eine knallrote Klamotte da. Die besten Science-Fiction-Mangas. Alexander. Auch nett. Riddick. Chronik eines Kriegers. Die DVD habe ich auch. Hellboy. Hellboy weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, dass ich Hellboy habe. Ich müsste auch mal nachgucken. War ganz nett, der Film. Alien vs. Predator. Da bin ich kein Fan von. Star Wars Klonkriege auch nicht. Krieg der Sterne. In dieser Ausgabe der Space Hue wollen wir euch passend zur neuen DVD veröffentlichen im September die wohl größten Klassiker der Science Fiction überhaupt vorstellen. Star Wars, die Originaltrilogie von 77 bis 83. Die hatte ich sogar auf Videokassetten. Die drei Teile. Die waren auch in so einer Pappbox drin. Da hat man halt die einzelnen Videokassetten so gesehen. Boah. Ach, übrigens bei der neuen Version sind da einige Szenen dazugekommen. Ich meine auch mit diesem Boba Fett, wo er am Schiff steht. Da hat eigentlich ein Darsteller gestanden, wo dieser Boba Fett, den haben die einmal CGI-mäßig übermalt. Und als der dann hinter dem lang gelaufen ist, da ist er wohl so eine Stufe gegangen. Oder so ein Absatz hochgegangen. Und da meinten die wüssten nicht, was sie machen sollen. Und dann, das würde so aussehen, als würde er über eine Stufe gehen. Da meinte der George Lucas dran, lass ihn doch einfach drauftreten. Das ist nämlich auf seinen Schwanz draufgetreten. Neues Tor, neues Glück. Ach, neues Stargate Atlantis. Ja, es ist auch ganz toll. Kenne ich überhaupt nicht die Serie. Alien. Alien. Ich finde den vierten Teil, den finde ich gar nicht so schlecht. Wo die geklonte Ripley auf diesem Schiff ist, wo dann hinterher das ja Baby-Alien-Gedöns
durch dieses kleine Loch gesogen wird in den, ins, in den Weltraum. Neunte 04, Hellboy. Riddick, Chroniken eines Kriegers, 2.9.04. The Village, das Dorf. Och, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Da war ich tatsächlich im Kino. Das war so ein Scheißfilm. Ich glaube, im Nachhinein war dann der Twist, den habe ich ja nicht mehr mitbekommen. Das war mir so ödig. Das war einer der einzigen zwei Filme jemals, bei denen ich mit dem Film aus dem Kino gegangen bin. Und ich glaube, das Dorf ist, das war so ein Dorf und die Leute konnten das Dorf nicht verlassen, weil angeblich außenrum so mystische Wesen waren. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass sie aus dem Dorf das selber inszeniert haben, hat die Leute das Dorf nicht verlassen. Oh Mann. Also so einen langweiligen Film habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Hier ist Star Trek Merchandise. Uniformkleid, 39,95 €. Uniform Orange, 39,95 €. Ich frage mich, das ist bestimmt nur das Oberteil. Da ist allerdings hier. Wie hieß diese Star Trek-Klamotte eigentlich nochmal? Star Trek, ich weiß, Surprise oder so? Ich weiß ja gar nicht mehr. Ach, Periode 1. Ah ja, Star Trek Traumschiff Surprise Periode 1. Ja. Buch des Monats. Was ist das für ein Buch? Kann ich eigentlich lesen so? Kampf um die Neue Republik. Ich hatte damals diese Timothy Zahn-Trilogie, die mit Erben des Imperiums anfängt. Die hab ich so alle drei gelesen, aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht mal so wirklich daran erinnern. Das ging im Groben darum, dass das Imperium zersplittert war und dann war da auch kein Todesstern im Buch drin. Also noch ein Todesstern. Das ist auch so ein bisschen kitschig. Das ist, glaube ich, das, wo man sich wirklich bei Star Trek Episode 7 dran anecken könnte. Diese eventuell sogar offensichtliche Ideenlosigkeit des Ganzen. Einfach nur das Ganze zu kopieren. So, ich bedanke mich mal fürs Anschauen. Der Videospeicher ist eh knapp. Und sag mal, tschüss, bis zum nächsten Mal.